Heute lassen wir Logics neuen Mastering Assistant gegen den Online-Mastering-Dienst Lander und gegen mich höchstpersönlich antreten. Das machen wir nicht nur mit einem Song, sondern mit zwei Songs unterschiedlicher Genres, dass die Sache auch richtig interessant wird. Das heißt, ich habe richtig viel Geld ausgegeben, um zwei Songs von Lander mastern zu lassen. Legen wir los. Ganz kurz zur Erklärung, hier ist mein Track. Den habe ich jetzt zunächst mal, oder Beispiel Nummer 1, das habe ich jetzt mit dem Mastering Assistant schon gemastert. Ich habe ja den Mastering Assistant schon erklärt in einem anderen Video und ich erkläre jetzt nicht nochmal alles, aber hier wichtig ist jetzt hier zum Vergleich zumindest die Dynamic Section. Das heißt, hier über Loudness kann ich den Mix, grob gesagt, auch nochmal lauter machen. Und ich kann hier, was hier wichtig ist zum Draufschauen, sind eben die Lufts. Da zielt der Mastering Assistant automatisch immer auf so minus 14 Lufts, weil die meisten Streaming-Plattformen das verlangen. Ob das immer eine gute Idee ist, so zu machen, wahrscheinlich eher nicht. Ich muss das hier jetzt zum Beispiel lauter machen, weil die Vergleichssongs nämlich lauter waren. Sage ich schon mal von weg. Und hier ist der True Peak, der ist auch automatisch immer so eingestellt bei Logic's Mastering Assistant, dass er auf minus 1 zielt, weil das auch die meisten Mastering-Plattformen vorschreiben oder verlangen. Wir hören mal ganz kurz in den Song jetzt ran mit dem Mastering Assistant an. So habe ich mich jetzt entschieden, diesen Song mit dem Mastering Assistant zu mastern und es ist also wesentlich lauter als diese minus 14 Lufts. Was ich dann gemacht habe, dass wir jetzt gut vergleichen können und damit du auch verstehen kannst, wie dieser Vergleich funktioniert, ist, ich habe jetzt dieses Master hier rausgebounced und habe das hier nochmal wieder reingezogen als neue Audiospur, weil das Blöde ist nämlich, dass der Mastering Assistant, den kannst du hier nicht irgendwo anders reinziehen. Der springt immer wieder hier zurück und sonst müsste ich den immer an- und ausschalten, wenn ich von den anderen Mastern wieder zurückklicke, ne, damit das hier jetzt ein bisschen schneller geht. Einfach so viel zur Organisation. Wir machen hier einen Loudness-Meter an. Da kannst du immer so gucken, von der Lautstärke habe ich es versucht anzupassen. Ich sage nochmal dazu, ich bin kein professioneller Mastering-Engineer. Wenn ich jetzt technisch nicht hundertprozentig alles richtig gemacht habe, um solche Songs zu vergleichen, dann schreib es mir in die Kommentare oder sieh es mir nach. Aber es geht ja auch nicht nur um die Lautstärke, sondern auch insgesamt ums Klangbild von den Masters, von den unterschiedlichen, ja, damit wir uns hier ein Bild machen können, wer der Beste ist. Wir haben jetzt also hier Beispiel 1, Logic Mastering Assistant, das ist das, was wir gerade gehört haben. Dann haben wir hier Beispiel 2, das ist mein eigenes Master, das habe ich damals noch mit... Das habe ich vor 6-7 Jahren schon gemacht, also das ist wirklich Asbach uralt. Ich habe noch einen Multipressor und so weiter hier dafür angewendet. Und hier ist das Lander Master. Ich zoome ein bisschen her, dass du jeweils siehst, was aktiv ist. Und dann springe ich auch so ein bisschen in den Songparts hin und her, damit wir es ein bisschen vergleichen können. Okay, es wird spannend. Wir legen los. Jetzt kommt nochmal der Mastering Assistant und dann geht's los. Sehr gespannt. Was ist jetzt deine Meinung? Welches Master ist das Beste? Ich finde mein Master dafür, dass ich das jetzt, dass ich jetzt selber eigentlich nicht mehr maße. Ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Es klingt insgesamt so ein bisschen knackiger. Insgesamt vielleicht ein kleines bisschen dünner, auch nicht so breit. Von der Stereobreite habe ich so den Eindruck. Ich finde beim Mastering Assistant, dass es sehr, sehr ausgeglichen klingt und sehr satt auch. Und das Lander Mastering würde ich jetzt mal als fett bezeichnen. Vielleicht aber auch ein bisschen überhyped, so, wenn ich es jetzt mal so beschreiben darf. Jetzt schreib mir bitte in die Kommentare, was du bisher besser fandest. Oder warte einfach mal noch auf den nächsten Song. Das ist jetzt ein komplett anderes Genre. Und das wollte ich einfach zum Vergleich auch nochmal machen, weil so bei einem Song kann man das, glaube ich, nicht so richtig gut vergleichen. Oben ist das Beispiel mit Logic's Mastering Assistant und unten dann ist das Lander Master. Ignoring every tear. Inside or
Fällt dein Urteil jetzt nach diesem Vergleich aus? Hier finde ich, dass ich habe jetzt gesehen, ich habe leider das Lander, das Mastering Assistant Master, das habe ich hier auch wieder reingebaut. Das habe ich jetzt irgendwie, es ist doch ein bisschen, hat man deutlich gehört, kleines bisschen leiser gewesen. Aber ich finde, man kann es trotzdem ganz gut beurteilen. Also hier finde ich, dass Mastering Assistant Master ein bisschen geschmackvoller und ein bisschen dynamischer, auch vom Mix her. Und auch hier finde ich das Lander Master ein bisschen zu pappig, ein bisschen zu überhyped und ein bisschen zu rockig. Da wäre jetzt auch hier meine Frage, wie ist deine Meinung bei Nummer 2 und wie ist deine Meinung jetzt insgesamt bei diesem Vergleich? Das würde mich sehr interessieren. Schreib es mir mal bitte unten in die Kommentare. Falls du neu beim Mixing bist, falls du neu bei der Musikproduktion dazugekommen bist, falls du neu mit Logic arbeitest und beim Abmischen noch Probleme hast, insbesondere haben die meisten übrigens Probleme beim Einstellen von einem Equalizer, so viel so ein Buch mit 7 Siegeln, dann empfehle ich dir mein PDF 6 Problemfrequenzen. Das ist das PDF, das schon den meisten Leuten hier bei mir weitergeholfen hat. Da zeige ich dir 6 essentielle Frequenzen auf, die tatsächlich darüber entscheiden können, ob dein Mix gut oder schlecht wird, je nachdem, ob die zu wenig präsent sind oder eben, ob sie überrepräsentiert sind. Also, 6 Problemfrequenzen unbedingt empfehlenswert. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir das runterladen. Falls du noch weitere Logic-Videos sehen möchtest, ich habe hier eine Playlist, da habe ich, glaube ich, jetzt über 200 Videos schon mit Logic-Tutorials. Ansonsten wünsche ich dir jetzt weiterhin einen erfolgreichen Jahresstart 2024. Schick dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!